Als nächstes spricht Kathi Mühlenbach-Sturm vom BN und von der BÜFA. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich freue mich natürlich überhaupt nicht darüber, dass wir wieder da stehen müssen, wo wir 1910 und 1911 an den montäglichen Mahnwachen waren. Damals haben 10 und 11 war es, ja. Ah, 19, oh Hilfe. Ja. Ja, 2011 und ja, genau. Ich fühle mich offensichtlich schon sehr alt. Genau. Damals haben wir ja wirklich geglaubt und wir haben es bis vor wenigen Monaten geglaubt oder dran festgehalten, wenigstens in den Köpfen, also ich wenigstens, dass wir Ende dieses Jahres feiern können. Endlich wäre es soweit, dass dieses Atomkraftwerk abgeschaltet wird. Nicht nur dieses, sondern eben die letzten drei eben sich noch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke. Genauso wie es ja eben das Atomgesetz bis heute noch sagt, die Änderung soll zwar kommen, aber ist im Moment ja noch nicht beschlossen. Ich danke in dem Fall speziell auch der ÖDP, dass sie diese Veranstaltung hier macht. Ja, da haben wir halt einfach die Möglichkeit, einfach unseren Widerstand auch wieder zu zeigen, der ja nicht mehr nötig war zum Glück und über die Jahre dann die Leute jetzt auch nicht so schnell wieder bereit waren, dann zu sagen, ja und jetzt müssen wir unbedingt wieder demonstrieren, weil man ja immer ein bisschen abgewartet hat. Ich zähle mich damit dazu, wie die Dinge laufen. Und wir haben wohl schon ab März, wo dann die ersten Ansagen kamen, speziell von Herrn Söder, dass das ja mit dem Atomausstieg vielleicht anders werden soll oder werden muss, haben wir angefangen, uns zu äußern, sowohl im Bündnis für Atomausstieg, für das ich heute auch spreche, und für den BN. Aber unsere Stimmen gingen eigentlich unter. Die Zeitung hat sehr vieles, was wir geschrieben haben, einfach nicht abgedruckt. Vergessen habe ich zu sagen, auch über die BAAK haben wir uns da geäußert und auch da hatten wir kein Glück mit der Veröffentlichung in unseren Zeitungen. Meine Nachfragen, wo dann auch die lauter Kreisräte gefragt wurden, wie sie dazu stehen und jeder hat dann die Meinung wiederholt, die eigentlich sowieso schon von anderen in der gleichen Partei gesagt wurden. Und ich dann bei der Zeitung nachgefragt habe, dann hieß es einfach, es wurde ja doch schon alles gesagt, warum sollen wir jetzt nochmal was veröffentlichen? Das war die Meinung. Ja, okay. Aber statt Ende Dezember feiern zu können, stehen wir jetzt hier und die Debatte die Änderung des Atomgesetzes wird am 9. November sein und am 11. dann voraussichtlich der Beschluss. Die Zustimmung scheint auf jeden Fall sicher. Und wenn es so kommt, dann ist dieser veränderte Atomausstieg nicht in Stein gemeißelt. Das ist so, das muss man einfach sehen. Das ist einfach der erste Schritt zu den nächsten Schritten. Das machen nämlich die FDP, die CDU, die CSU, die Freien Wähler und die AfD eigentlich jeden Tag in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio deutlich, bei jeder Gelegenheit, ja, dass ihnen das nicht reicht und sie werden die dreieinhalb Monate nutzen, um da weiter dran zu arbeiten, bis dahin, dass vielleicht diese Regierungskoalition platzt. Keine Ahnung, was dabei passiert. Die FDP hat zusammen mit der AfD schon vor langer Zeit, schon lange vor Putins Angriffskrieg, bevor diese Energiekrise ausgelöst wurde, die durch den Angriffskrieg von Putin unter anderem ausgelöst wurde, hat die FDP schon davon gesprochen, dass der Atomausstieg ein Fehler sei und dass die Deutschlands Wirtschaft schade. Das heißt, wo dann diese Geschichte gekommen ist, mit der wir alle nicht gerechnet haben und die tatsächlich vieles in unserer Wirtschaft, in unserem Leben durcheinander wirft, genutzt, um eben sofort dieses Petitum, nämlich dass die Atomkraft weiterlaufen muss, sofort unter die Leute gebracht und dann eben auch genug Leute gefunden, sprich die gesamte Opposition der Regierung. Die FDP ist zwar in der Regierung, aber in dem Fall hat sie die gesamte
Opposition, Entschuldigung, dafür gefunden, mit ihr zusammen für das Weiterlaufen der Atomkraft zu kämpfen. Und der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der schwört ja gerade zur Zeit auf dem Parteitag der CSU, seine CSU darauf ein, dass diese, nämlich dieser Weiterbetrieb von den Atomkraftwerken, weitere 3 bis 4 Jahre absolut notwendig sei. Und dass es notwendig sei, weil man damit vermeiden könne, dass Bayern, dass Deutschland in eine schwere Rezession gerate und mit Tausenden von Arbeitslosen. Also wieder Panikmache, wie wir es vorher auch schon gehört haben. Und Markus Söder, das muss man auch dazu sagen, der dreht offensichtlich seine Meinung zur Atomkraft wie ein Fähnchen im Wind. Weil nach der Atomkatastrophe von Fukushima war er dann sehr schnell für einen schnelleren Ausstieg. Damals war ja gerade beschlossen worden, dass eben der erste Atomausstieg, dass man ausgestiegen ist aus dem ersten Atomausstieg. Und er hat damals das praktisch zur Kondition, überhaupt als Umweltminister in Bayern, als Voraussetzung dafür gemacht, dass er überhaupt in diesem Amt verbleibt, dass der Atomausstieg schneller gehe. Und sogar 2021, gerade mal vor 1,5 Jahren, beim 10-Jahres-Gedächtnistag an Fukushima, hat er Folgendes gesagt, Zitat, Fukushima ändert alles. Auch wenn alles sicher scheine, gäbe es die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert. Mit dramatischen Folgen. Das scheint er unterdessen vergessen zu haben. Genau, jetzt muss ich mal schauen, wo es bei mir weitergeht. Genau, hier geht es weiter. Und es ist halt so, dass er sagt, ja, der Angriffskrieg jetzt von Putin, wir sind in einer völlig anderen Situation und auf eine völlig andere Situation muss man auch anders reagieren. Diese Folgen, nämlich die schwierige Gas- und Stromversorgung im nächsten Winter, ist für ihn eine Zäsur und er trägt das wie ein Manta vor sich her. Der Betrieb von Isar 1 ist sicher. Ja, also vorher hat er gesagt, es gibt zwar die Möglichkeit. Schon wieder mache ich Fehler. Ja, furchtbar, ich bin wahrscheinlich ziemlich nervös, glaube ich. Entschuldigung, muss ich ruhiger werden. Gut, in Isar 2, in meinem Text steht Isar 2, aber weil ich versuche, ein bisschen frei zu reden, dann kommen solche Dinge heraus, wie vor 10 Jahren natürlich, genau. Ja, und weggeblasen sind dabei seine Bedenken, dass es die Möglichkeit gäbe, dass etwas passiert. Und wir haben es ja vorher schon gehört, ich will es jetzt nicht wiederholen, die ganze Geschichte mit der Sicherheitsüberprüfung, die ja nicht stattgefunden hat, weil die Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. 3 Jahre war es schon überfällig jetzt und jetzt ja wohl auch nicht sollen, weil es sich eben nicht lohnt für 3 Monate. Aber wenn es dann nachher weitergeht, also überhaupt auch diese 3 Monate. Es ist einfach eine Gefahr da, sie ist erhöht, die Atomkraftwerke sind älter geworden. Und jetzt diese Gefahr einfach wegzubügeln und den Bürgern dieses erhöhte Risiko, dass dann doch etwas passiert, aufzubürden, das ist absolut verantwortungslos. Ja, es stimmt, wir haben eine Sondersituation. Und die Stromnetze könnten tatsächlich nachdem im zweiten unter verschärften Bedingungen durchgerechneten Belastungstest an sehr kalten Wintertagen, an denen alles zusammentrifft, was einerseits die Nachfrage nach Strom erhöht und auf der anderen Seite die Erzeugung aus regenerativen Quellen mindert, dann könnten sie tatsächlich überlastet werden bzw. zusammenbrechen, weil eben zu wenig Strom fließt. Aber dagegen kann man vorbeugend etwas tun. Und das wird überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und das ist, wurde ja auch vorher schon gesagt von Vorredner, dass das ja eigentlich das ist, was man jetzt tun müsste, nämlich vorbeugen. Und das heißt zuerst einmal sparen, sparen, sparen. Und man kann aber auch in einer Notsituation, und die ganze Geschichte, in der wir heute stehen, ist wohl so etwas, Vorbereitungen treffen, dass vor dem erwarteten Eintreffen eines Netzzusammenbruchs Betriebe, die große Strommengen brauchen, diesen Verbrauch zurückfahren müssen. Solche Dinge kann man politisch machen in einer Notsituation. Warum hat man die Zeit versäumt, bis jetzt diese Gespräche überhaupt zu führen mit den Firmen?
Natürlich müssten die genau, die müssten natürlich dafür entschädigt werden, das ist klar. Heute ist es ja so, dass PV- und Windkraftanlagenbesitzer auch entschädigt werden, wenn sie ihre Erzeugung von Strom runterfahren, also das Gegenteil, Erzeugung von Strom runterfahren müssen, weil die Leitungen vom Atom- und Kohlestrom und vom Gasstrom überlastet sind. Also es ist ein Widersinn, dort werden Milliarden von Euro jedes Jahr ausgegeben, wo ja Strom da wäre, weil wir ihn eben bis jetzt nicht speichern können. Und umgekehrt sieht man keine Möglichkeit, das Umgekehrte zu tun, nämlich wenn jemand mal weniger Strom brauchen soll, weil es eben das Netz, die Erzeugung gerade nicht zulässt, den auch dafür zu entschädigen, dass er gerade in dieser Situation, das kann sich ja vielleicht um ein paar Tage oder nur ein paar Stunden handeln, seinen Betrieb etwas runterfährt. Das hätte man alles einfädeln können. Ich wüsste nicht, dass in der Richtung wirklich etwas geschehen ist, also vor allem auch nicht in Bayern. Ja, man kann die Nachfrage, um die Nachfrage nach Strom zu senken, sind natürlich nicht nur die Bürger gefragt, auch die Kommunen können Bestimmungen erlassen, wo Strom und Gas gespart werden kann. Und wirklich, wirklich wichtig wäre dabei, dass eben alle, wirklich alle mitmachen und das gemeinsame und das vielfach gemeinsame Zusammenstehen in einer schwierigen Zeit, dass das nicht nur leere Worte sind. Im Moment wird alles mehr oder weniger auf den Bürger abgewälzt. Er soll zwar sparen, und er soll weniger heizen und er soll weniger Strom sparen, aber in der Wirtschaft wird zu wenig gemacht. Ein Possenspiel spielt sich gerade in Landshut ab. Da hat gestern der Stadtrat eine im September gefällte Entscheidung zum Strom- und Gassparen einfach wieder gekippt. Vor gerade 4 Wochen fiel nämlich dort in einer komfortablen Mehrheit von 23 zu 14 Stimmen, was ja gar nicht so schlecht ist für einen eigentlich sehr gespaltenen Stadtrat, sage ich jetzt mal, der Beschluss, den Landshuter Gastronomen die Nutzung der Heizpilze im Außenbereich zu untersagen. Es solle damit ein Zeichen gesetzt werden, dass alle, eben nicht nur die Bürger beim Stromsparen oder Herunterfahren der Heiztemperatur, sondern auch die Betriebe dazu beitragen, dass Strom und Gas gespart wird. Und dass einfach man in der Öffentlichkeit das auch wahrnimmt, wenn man spazieren geht in die Stadt, dass man halt dann, wenn man gern noch ein abendliches Bier trinkt, halt reingehen muss und zum Rauchen halt dann einfach mal wieder raus. Ein Zeichen wäre das gewesen, das vielleicht über Landshut hinaus geleuchtet hätte. Seht mal hier, wir meinen es ernst, wir machen mit bei der gemeinsamen Aufgabe, Strom und Gas zu sparen, um miteinander gut über den Winter zu kommen. Und jetzt, die von der Verwaltung für diesen Zweck ausgearbeitete Satzung fiel gestern mit 20 zu 20 durch und damit sei das Ganze vom Tisch. Was mich persönlich betrifft, ich bin auch Demokratin, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, das hört man auch an meiner Sprache. Ich habe auch Demokratie gelernt und ich verstehe nicht, wie ein Beschluss, innerhalb, den ein Stadtrat gefällt hat, vom gleichen Stadtrat innerhalb eines Monats wieder gekippt werden kann. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Geschäftsordnung das überhaupt hergibt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da müsste man vielleicht nochmal nachhaken. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, liebe Leute, schreibt Leserbriefe. Schreibt einen offenen Brief, in dem Fall an die Stadtratsfraktion, und meidet die Gaststätten, die mit Heizpilzen und Gasflammen den Außenbereich aufwärmen, während Menschen, die gar nicht das Geld haben, den Abend im Wirtshaus zu verbringen, zu Hause ihre Heizungen hinunterfahren sollen. Das ist doch unglaublich. Da muss man wirklich mehr Power, da muss mehr Power, da muss mehr Öffentlichkeit dahinter. Noch ganz zum Schluss etwas am Rande. Zu dieser Geschichte, dass wir ja Gasproblem haben, weil wir ja kein Gas mehr wollen von Russland. Man muss dazu sagen, alles, was zur Atomkraft gehört, gehört nicht zu den Sanktionen. Russland liefert weiterhin und ganz konkret hat am 28. und 29. September einen Urantransport gehabt mit Uranhexafluorid nach Lingen, damit dort weiterhin Brennelemente hergestellt werden können. Und das ist wirklich schlimm, dass eigentlich die Atomkraft von diesen Sanktionen ausgenommen ist. Und es ist dann einfach auch eine Lüge oder es ist einfach schwach, wenn man sagt, wir wollen raus aus dem Gas oder wir wollen auch kein Öl mehr, aber Atomkraft, ja, das können Sie uns, also die Uran können Sie uns weiterhin liefern. Das ist eine Doppelmoral. Ja, und vielleicht noch als allerletztes,
Bemerkenswert ist, dass die erwartete Stromproduktion zum Beispiel vom Atomkraftwerk Emsland für Januar bis 15.04.2023 sind 1,7 Milliarden Kilowattstunden in diesen 3,5 Monaten. Und die Windstromproduktion war vor wenigen Tagen, in einem Tag 721 Millionen, also an einem Tag. Das würde bedeuten, man hätte Windstrom, wenn er dann wieder nicht abgeschaltet werden müsste, an 2,5 Tagen den gleichen Anteil, wie das Atomkraft in Emsland noch leisten kann. Das ist alles so verrückt, dass man es einfach nicht verstehen kann. Und es ist schade, dass wir den großen Teil der Bevölkerung nicht mehr hinter uns haben. Die große Atomgegnerschaft ist irgendwie verschwunden, ist nicht mehr da. Hängt einfach damit zusammen, dass sie seit März bombardiert werden mit Fehlinformationen und mit Panikmache. Danke für Ihr Zuhören.